So Leute, jetzt wird es richtig wild. Denn ich hatte ja gestern schon das Video hochgeladen, dass Major Lazer und Marshmello wieder reinkommen soll. Aber ihr seht es gerade selber, die nächsten Leaker haben jetzt schon wieder rausgefunden, dass angeblich, ihr wisst, immer vorsichtig sein mit den Aussagen. Es ist immer nur ein Leak, ob es wirklich passiert, wird sich dann zeigen. Aber Travis Scott soll wohl auch mit in den Shop reinkommen. Wird wirklich einige freuen, wenn es wirklich soweit ist. Es würde eigentlich auch Sinn machen, weil wenn Marshmello zurückkommt, müsste eigentlich auch Travis Scott zurückkommen. Und in letzter Zeit kamen ja sowieso viele, viele alte Sachen wieder rein. Und Marshmello ist ja wirklich auch schon ein paar Tage alt, wie man hier gerade sieht. Also Season 7 ist ja auch schon ein Weilchen her, würde ich sagen. Wir gucken nochmal gerade, was in dem Paket drin ist. Das Ganze wurde natürlich von Six hochgeladen. Grüße gehen natürlich auch raus. Er gibt uns natürlich immer schön die Informationen. Und ich habe ja gesagt, wenn ich irgendwas Neues rausfinde, gebe ich die Informationen natürlich auch gerne weiter. So, jetzt gucken wir gerade nochmal, was war in dem Paket drin. Ach, stimmt. Das war ja das komplette Paket, wo Travis Scott drin war. Und der, sag schon, der, ja, Astro Jack. Ich bin halt echt mal gespannt, ob es wirklich so kommen wird. Aber seid einfach gespannt. Denkt dran, es muss nicht kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, sagen wir mal so. Kann natürlich auch sein, dass die Leaker insgesamt vielleicht ein bisschen Clickbait machen wollen. Aber ihr dürft nicht vergessen, wenn irgendwas nicht stimmt, kommt auch direkt der Shitstorm. Ist immer so ein kleines Risiko. Und in dem Sinne erstmal für euch nur die kleine Info von mir. Und in dem Sinne euch schon einen schönen Tag und haut rein.